Zum Auseinanderfalten des Rollators lösen Sie den Sicherheitsbügel der Tragegriffe. Ziehen Sie die Tragegriffe nach außen und unten. Sie rasten mit einem Klick ein. Um den Rollator zusammenzufalten, wird der Entriegelungsgurt auf der Sitzfläche nach oben gezogen und der Rollator an den Tragegriffen leicht zusammengedrückt. Mit dem Sicherheitsbügel sichern Sie den gefalteten Rollator. Sicheres Gehen im Rollator setzt voraus, dass Sie ihn richtig und in gesunder Haltung benutzen. Dafür ist die korrekte Griffhöhe besonders wichtig. So finden Sie die richtige Griffhöhe. Stellen Sie sich in Ihren Rollator, lassen Sie die Arme locker hängen. Wenn Sie die Ellenbogen leicht beugen und die Handflächen nach oben ziehen, markieren Ihre Daumenballen die richtige Höhe der Schiebegriffe. Mit ein paar Umdrehungen nach links lösen Sie die Rändelschraube. Jetzt können Sie die Griffstange auf die passende Höhe herausziehen oder hineinschieben. Bewegen Sie die Griffstange leicht rauf und runter, bis Sie einen Klick hören. Ein paar Rechtsumdrehungen der Rändelschraube fixieren die Handgriffe. Damit Sie die richtige Höhe der Handgriffe in Zukunft immer schnell finden, können Sie sie mit der Memory-Funktion einstellen. Dafür zählen Sie die sichtbaren Arretierungslöcher auf der Griffstange und merken sich die Zahl. Lösen Sie die Rändelschraube vollständig und ziehen Sie die komplette Griffstange aus dem Rahmen. Mit einer halben Umdrehung lösen Sie nun den roten Memory-Knopf und ziehen ihn heraus. Zählen Sie die Arretierungslöcher und drehen Sie den Memory-Knopf zwei Löcher tiefer wieder ein. Nun wird die Griffstange bis zum Anschlag in den Rahmen geschoben. Zuletzt die Rändelschraube wieder eindrehen. Jetzt haben Sie die korrekte Griffhöhe für Ihren Rollator dauerhaft eingestellt. Zum Bremsen während des Gehens ziehen Sie beide Bremsgriffe nach oben. Durch Loslassen lösen Sie die Bremse. Die Parkbremse fixiert die Bremsen, zum Beispiel beim Sitzen auf dem Rollator. Dafür werden beide Bremsgriffe nach unten gedrückt, bis sie einrasten. Zum Lösen beide Bremsgriffe nach oben ziehen. Ihr Rollator ist jetzt startklar. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt.